Was geht YouTube und herzlich willkommen zu unserem kleinen Zusatzpodcast hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Nicht wundern, was das hier ist, ob das ein normales Video wird. Jein ist meine Antwort. Dabei ist heute mein geschätzter Podcast-Kollege, der El Gabso Grande. Gabs, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht, weil dieses Mal hättest du sagen müssen, der Marc, und ich hätte sagen müssen, Gabs, ich heiße Gabs, weil so kennen mich hoffentlich noch einige Leute von früher. Da haben wir ganz viele Videos zusammen gemacht. Genau, Scorpion Plays galt ja damals als Gabs Zweitkanal. Das ist der alte Mythos, weil Gabs in jedem Video entweder dabei war oder es geschnitten hat oder es hochgeladen hat, also oder das Thumbnail gemacht hat. Gabs war immer am Start. Ich habe mitgewirkt, genau. Und die letzten Jahre habe ich mich auch aus Call of Duty etwas zurückgezogen, deswegen auch bei weniger Videos dabei gewesen. Aber genau das soll es heute gehen, um das neue Call of Duty. Nicht nur das, sondern auch, dass ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt wieder zusammen sind und auch schon relativ schnell im Redeflow sind. Das liegt ganz einfach daran, dass wir beiden zusammen jetzt seit 8 Wochen schon jeden Sonntag auf sämtlichen Musikplattformen einen Podcast gemeinsam machen. Der heißt Lucky Loser, mit dem verdienen wir, by the way, absolut keinen Cent, sondern es ist einfach ein Projekt, weil es uns einfach so viel Spaß macht und wir da quasi das, was ihr jetzt hier so, ich weiß nicht, wie lange das Video wird, seht, das gibt es quasi dort einmal pro Woche und zwar in noch doppelter Länge oder wir wissen ja noch nicht genau, wie lange das hier wird, aber auf jeden Fall gibt es da immer was auf die Ohren, weil mich haben auch viele Leute gefragt, was ein Podcast überhaupt ist und ein Podcast ist quasi eigentlich so wie damals ein Dual-Commentary, man nimmt sich ein Thema raus, es hat halt null mit dem Gameplay zu tun, heute machen wir es aber ein bisschen anders, heute hat es was damit zu tun und man spricht einfach, das kann man sich voll entspannt anhören, also ich liebe Podcasts und Hörbücher schon immer, ich chille ultra gerne, irgendwie vorhin habe ich wieder aufgeräumt, dabei ist immer ein Podcast im Ohr, ist einfach schon Pflicht geworden bei mir. Also ich kann dazu sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwo hinfahre und weiß, das dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, dann ist immer ein Podcast auf den Ohren. Also auch ab und zu halt Musik natürlich, eh klar, aber so ein Podcast, du kannst halt einfach Leuten beim Reden zuhören und nicht wie ein Video, was du dir natürlich auch angucken könntest, das verbraucht viel mehr Datenvolumen, weil du halt auch das Bild laden musst. Deswegen ist so ein Podcast für unterwegs so perfekt, das ist einfach krass. Und das ist eigentlich so wie ein Dual-Commentary, aber ein bisschen länger, also wir reden meistens so ungefähr eine Stunde. Und es geht um verschiedene Themen oder ich war zum Beispiel, um ein bisschen anzuteasern, ich war jetzt einen Monat lang in Guatemala und da sind ein paar abgefuckte Sachen passiert und über die habe ich natürlich auch geredet. Also ich wäre ein, zweimal fast gestorben, ein Auto hat gebrannt, wir sind absolut Abkürzungen, nur da haben viele Leute, die das vielleicht interessieren könnte. Ist auf jeden Fall cool, also wir reden weniger über Gaming, aber deswegen haben wir auch die Folge hier gemacht, weil wir auch immer über Call of Duty reden wollten. Genau, und, das ist quasi eine Zusatzfolge und wir wollten heute einfach über Call of Duty reden, über alles Mögliche, was rund um Thema Call of Duty für uns bewegend war, was die letzten Jahre uns geprägt hatten, Call of Duty, und warum wir überhaupt Call of Duty spielen und so. Im Hintergrund seht ihr, by the way, dafür ein paar Gameplays, die ich mir teilweise von eigenen Aufnahmen aus der Alpha genommen habe und sonst habe ich mir halt ein paar Gameplays von YouTube-Kollegen ausgeliehen. Die sind natürlich in der Videobeschreibung ja quasi markiert und ab heute Abend kann ich dann natürlich auch, so wie ihr alle, endlich die Beta zocken und dann kommen natürlich die nächsten Tage dazu Videos und genau deswegen, bevor wir die Beta spielen, hier ganz frisch rein, damit wir das neue Call of Duty quasi noch gar nicht wirklich bewerten können, sondern weil wir einfach Bock hatten, über Call of Duty im Allgemeinen zu sprechen. Aber es soll natürlich schon ein bisschen um das neue Call of Duty gehen, was wir auch so denken, aber halt mit sehr, sehr vielen Rückblicken auf die alten CODs. Ja, genau. Kann man also so sagen. Eine gute Mischung, würde ich sagen. Hast du dir schon überhaupt irgendwas für das neue Call of Duty angeguckt? Bist du überhaupt noch drin so in der Materie? Oder? Ich habe, weil es mich irgendwie interessiert, weil es so ein Restart werden soll, habe ich mir viele Gameplays angeguckt, also viele Gameplays, ein paar Gameplays und halt Videos und so. Und das sieht halt richtig geil aus, also dieser 2v2-Modus sieht richtig gut aus. Nur meiner Meinung nach ist es jetzt gerade komplett irrelevant, ob ich mir viel dazu angeguckt habe, sieht gut aus und ist irrelevant. Ja, immer noch besser als ich. Sieht nicht gut aus und ist auch irrelevant. Nee, Spaß. Ja, gut, das stimmt. Ich bin natürlich relevant. Okay, erzähl weiter, Gabs. Also, was ich sagen will, es kommt bei Call of Duty mittlerweile weniger auf das Spiel an, glaube ich, sondern eher um das, was Activision rundherum macht. Oder wie siehst du das? Ich glaube, das ist generell heutzutage bei allem so richtig krass geworden, weil seit Social Media irgendwie so krass am Start ist, habe ich das Gefühl, es geht sowieso nur noch darum, wie krass die Sache vorher, also wie gut das Marketing ist, wie gut der Hype ist und was das Produkt dann letztendlich ist, ist, glaube ich, komplett, also ist nicht egal natürlich, es macht natürlich bei Langzeitmotivation schon einen Unterschied, aber es ist ja letztendlich irgendwie so, genauso wie wenn irgendein Musiker krass gehypt wird, dann muss am Ende des Tages die Musik gar nicht mehr so krass sein, weil du denkst einfach, die Musik ist krass. Weißt du, was ich meine? Also ja, klar, es ist einfach so dieses,
nicht fake it till you make it, aber es geht so in diese Richtung, würde ich jetzt mal Ja, sagen. So, genau. es mehr Schein, also es muss eher so die Emotion zu dem Produkt passen und dann wird es halt einfach gekauft. Das ist ähnlich jetzt so wie, also ich bin großer Apple-Fan, und ich weiß natürlich selber, dass Apple-Produkte absolut overpriced sind, aber das Gefühl stimmt halt einfach, wenn man es kauft. Und Das das ist sowieso Produkt ist das gut, Wichtigste. aber Ja. trotzdem overpriced und also normalerweise würde ich sowas nicht kaufen bei anderen Produkten, aber es ist einfach so dieses Feeling, was man dabei hat. Und das ist bei allen Sachen so, also auch bei Musik und auch eben bei Spielen. Ich finde, bei Call of Duty ist es aber auch besonders krass, der Fakt, dass man merkt quasi, dass die Verkaufszahlen mit den Jahren runtergegangen sind und dann so Moves kamen wie WB2, das 2017 rauskam. WB2 war so der Versuch, so dieser zwanghafte Versuch, so zu tun, als ob man wieder so wäre wie früher. Und ich fand, das war ein riesiger Fehler, wobei die Verkaufszahlen extrem gut waren von WB2. Und ich muss auch Aber sagen, da muss ich gerade ja. reingrätschen, von den letzten Jahren war WW2 mein, also mir persönlich mein absolutes Lieblings-Call of Duty. Einfach weil also einerseits, ich war gut in dem Spiel, was bei anderen teilweise nicht der Fall war, einfach weil ich nicht so den Spaß darin gefunden habe. Und WW2 hat mir, also ich kann mich noch erinnern, damals WW2 Beta, wir haben diese Beta zusammen gesuchtet. Also wir waren Stimmt. für, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange diese Betas waren, aber immer, also ich glaube, diese 2 Wochenenden waren wir verheiratet und haben jede Sekunde miteinander verbracht. Plus Also halt muss es auch sein. Da mit freue ich mich auch schon in den Monte, nächsten Tagen drauf. Electrics, Julian, Sweezy, wir waren alle einfach die ganze Zeit am Suchten und es war so lustig. Ja. Und oder Dominic Raptor auch dabei, das war richtig krass. Das war so dieses richtig alte Feeling, dieses Zusammenzocken wieder. Stimmt, das Und war bei WW2. Ich weiß auch, bei EW in der Beta war sogar Niklas mal wieder kurz auf der PlayStation unterwegs und hat ein bisschen stimmt. mitgespielt. Das war auch ganz lustig. Das ist ja Aber echt krass. die Darstellung davon, dieses, wir machen jetzt wieder WW2, weil wir quasi nicht eingebrochen sind, will ich gar nicht sagen, aber weil man dann irgendwie sich versucht hat anzupassen. Ich meine, EW war natürlich das komplett andere Extrem. Das war auch viel zu krank. Ich glaube, EW, der Trailer, war, ist, glaube ich, immer noch eins der Top 5 meist gedislikten YouTube-Videos aller Zeiten. Das weiß ich auch noch. Das war komplett krass damals. Aber Und EW war die Kampagne echt gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe die irgendwie in einem Tag oder eineinhalb, also ich glaube an einem Abend und am nächsten Tag ist in der Früh noch irgendwie eine Stunde gespielt. Also absolut durchgesucht und hat mega viel Spaß gemacht. Aber der Online-Modus war halt crap. andere würden jetzt sagen, eine Kampagne, die man in so kurzer Zeit durchspielen kann, kann gar nicht so gut sein. Aber ich selber bin absolut kein Kampagnenspieler. Ich bin schon immer das Multiplayer-Wesen, sozusagen in Call of Duty zumindest. Und da wollte ich auch direkt mal an meinen Call of Duty Anfang kommen. Also wann ich angefangen habe, das Spiel zu spielen und warum. Weil das Ganze war mit 17 Jahren erst. Das habe ich ja schon öfter mal erzählt. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr so großes Geheimnis drum. Aber mit 17 und ich habe es mir vom Freund ausgeliehen. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, weil es halt so krass ist, was daraus geworden ist über die Jahre. Und habe halt quasi, früher habe ich Online-Spiele gehasst und ich wollte nur Kampagne spielen. So, dann wurde mir die Kampagne aber schnell langweilig. Dann habe ich die ganze Zeit Multiplayer gespielt, nur Suchen und Zerstören am Anfang. Das war Modern Warfare 2 damals. Und ich habe so gehasst, Call of Duty. Ich fand es immer so uncool, wenn Leute, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, wenn Leute die Waffennamen und so kannten. Das fand ich so cringe damals. Ich habe mich richtig geschämt. Und jetzt stehen hier einige Waffen auf meinem Zettel, die wir nämlich später noch behandeln wollen. Und ich kenne die Waffen innerhalb von kürzester Zeit auswendig. Und das Das ist war halt wirklich einfach. lustig. Also, wir sind ja vor der Folge so gesessen. Also wir machen in unserem Podcast seit neuestem auch so eine Kategorie, die heißt Top 4. Wegen, weil Pokémon gab es auch eine Top 4 am Ende. Und Marcel hat in einer Millisekunde alle Namen aufgeschrieben gehabt. Und ich bin hier wirklich gesessen, so eine Minute oder zwei, und dachte so: vier Maps, okay, vier Spiele, okay, vier Waffen. Also, wir haben die drei Kategorien. Und Genau. Marcel ist einfach schneller gewesen als ich beim Sex. Das war echt krass. Okay, das ist aber schon, übertreibt man nicht. So schnell war ich auch nicht. Ich habe, Ja, also in okay. 0,2 Sekunden habe ich es nicht geschafft, die 12 Sachen untereinander zu schreiben, aber. Gott. Okay. Ja, du hast angefangen mit Black Ops oder auch Ich mit habe Modern mit Warfare Black Ops 2? 1, also bei Ja. mir war es so, mein erster Shooter war Battlefield Bad Company 2 und ich Soll ja auch konnte krass damals, gewesen sein. das Spiel war so gut und ich werde vielleicht auch ein, zwei, wenn ich daran denke, später ein, zwei Sachen auch an dieses Spiel Parallelen ziehen können. Aber ich habe damals mich gegen MW2 entschieden und für Battlefield, also auch aus dem Grund, dass ein Freund das halt gespielt hat und irgendwie ist es halt wirklich so, dass du beeinflusst wirst in deinem Umfeld, was zockt dein Umfeld, dann zockst du das halt auch eher. Und aber dann Black Ops 1 war halt dann so, und mit dem Call of Duty bin ich auch zu YouTube gekommen. Guckt am besten unseren Podcast oder hört ihn an, dann erfährt ihr auch, wie es bei uns beiden war, dass wir zu YouTube gekommen sind. Und Black Ops 1 hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl ich so schlecht war. Es war unglaublich. Bei mir war es halt wirklich so, und jetzt wirst du laut lachen,
Wenn ich unter, also mir war es egal, wie ich gespielt habe, außer unter einer 0,5er KD, das war nicht mehr in Ordnung. Aber bis Ah, dahin war okay, alles aber in, okay. bis dahin war okay, also 0,6, ey, Gaps, super Runde, selber auf die Schulter Ja, geklopft. ja. Ja, Das war wirklich so. ich habe 2011 halt komplett MW2 gespielt, da habe ich mich halt irgendwann auch mal so an TDM und so rangewagt. Und dann kam Ende des Jahres MW3 raus und ich weiß noch, um mir das leisten zu können, musste ich, es gibt immer in Also hast du zu Supermärkten Black und Ops 1 Zeiten, sorry, genau, MW2 gespielt? ganz genau, Also ganz haben wir genau. absolut gleichzeitig angefangen. Ja, genau, wir haben, Krass. also ich habe auch Black Ops 1 verweigert und MW2 gespielt, weil ich habe mich früher mal krass von Freunden beeinflussen lassen und die meinten so, oh, Black Ops 1 voll die comic-mäßige Grafik, spiel das nicht und habe ich nicht Das kommt mir gespielt. gerade irgendwie woher bekannt vor. Ja, ich glaube, das kennt man einfach und dann habe Ja, ich ich meine, das halt. ist ein Déjà-vu von vor einer Minute, wo ich mit Battlefield das gesagt habe. Ja, aber es ist halt wirklich genau das. Es ist Ist halt, das so? ja. Und es ist halt so, meine Großeltern haben eine Tankstelle und da musste halt Inventur Ende des Jahres gemacht werden. Und da musste ich mithelfen für 60 € und die 60 € habe ich dann am selben Tag in MW3 investiert. Und als es dann rausgekommen war, Ende 2011, und ich war sogar Nee, das kam so. später raus. Bitte Nee, sag nee. das. MW3 kam 2011 raus, tut mir leid, weil Black Ops 2 Wirklich? 2012 rauskam. Ja. Oha. Und ja, ich weiß, es ist echt krass. Und es war dann halt so, dass wir, dass ich dann gespielt habe, die ganze Zeit halt alleine, weil damals hatte man, also ich hatte damals halt wirklich original nur einen Kollegen in Real Life, mit dem ich zocken konnte, sonst habe ich immer alleine gespielt und man hat halt erst ganz langsam so die Online-Leute kennengelernt. Und da habe ich auch eine 0,8er KD die ersten paar Wochen in MW3. Also es ist schon auch so, dass ich mich da. Meine Durchbruchphase kam halt wirklich mit dem Willen, das habe ich schon mal vor einem Jahr gesagt. Du wirst halt besser in einer Sache, wenn du es dir unbedingt wünschst und wenn du alles dafür gibst. So, also ich hatte nicht wirklich das Talent für Call of Duty, aber ich bin relativ schnell dann, vor allem mit Anton zusammen, einfach ein guter Public-Spieler geworden, weil ich halt an ihm gesehen habe, was möglich ist und was man schaffen kann. Und Und da möchte ich aber genau. was dazu sagen, nämlich das hätte ich eher gedacht, dass später passt, aber es passt gerade einfach richtig gut dazu. Nämlich, ich finde, das neue Call of Duty sollte so sein, dass schlechte Spieler schlecht sind und gute Spieler gut sind. Und Das das meine wäre ich, schön, wenn mal wieder so ein Call of Duty so ja, wäre, weil ganz das ist genau. ganz, ganz wichtig für Call of Duty, weil früher war es halt eben, wie ich gesagt habe, Black Ops 1.05er KD war absolut beschissen, aber ich habe dann Jahre später das Spiel gespielt und habe dann nur die hohen Streaks mitgenommen und habe alles zerbasht und das war richtig geil. Das heißt, du würdest als guter Spieler, es gab immer Noob-Sachen, ja, aber heutzutage mit vor allem das Matchmaking ist ja das Problem, dass du halt immer gegen gleich gute Spieler spielst und es geht ja vor allem bei Call of Duty darum, du musst nicht jede Runde irgendwie, keine Ahnung, die höchsten Streaks und 100 plus machen, also du vielleicht schon, aber du bist ja auch gestört gewesen, aber es geht darum, dass es möglich ist. Und das habe ich bei den neuen Call of Duty eher das Gefühl, dass es nicht unbedingt möglich ist. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute so Specialists und so gehasst haben, weil du hast dir nichts verdient und kriegst beispielsweise in Black Ops 4 einen Specialist, dem du, also der safe einen Kill macht. Und es ist zum Beispiel dieser Gravity Hammer. Also du haust quasi, das ist wie früher diese Gravity Spikes halt, dieser Ruin Specialist in BO3, dass du diese Dinger in den Boden haust. So, es gibt Specialists, mit denen kannst du auch 10 Kills machen, die brauchen aber ein bisschen mehr Skill, so wie Tempest, so, das ist natürlich schwieriger, aber es gibt diese safe Kill Specialists und das ist eben das, was ich auch so richtig, das ist das Schlimme an Specialists, weil wenn es coole Specialists geben würde, die auch schwer sind zu spielen, dann würde es ja auch Sinn machen, weil dann wären wir die guten Spieler gut und die schlechten Spieler schlecht, aber dagegen wehrt sich Call of Duty jetzt gefühlt seit Jahren. Ich weiß noch in Advanced Warfare, ich habe lustigerweise gestern ein Advanced Warfare Video hochgeladen. Ich hab's gesehen. Da war das so, wenn du nicht Reverse boostet hast, dann konntest du das Spiel nicht spielen, weil du hast gegen Götter gespielt. Es hat null Spaß gemacht. Und das, was ich auch immer wieder betonen kann, ist, wenn ich competitive spielen will, dann spiele ich competitive. Macht auch Spaß. Und dann kann ich auch gegen gute Leute spielen, in Spielmodi, die dafür gemacht sind. Aber in Team Deathmatch will Es ist vor allem so, keiner dass gegen man. gute Spieler spielen. Keiner. Ja, du willst ja auch gegen gute Spieler. Also du willst eigentlich mit Public anfangen, bist am Anfang richtig scheiße, wirst immer besser im Public, hast dann so das Gefühl, du bist jetzt einfach krass und dann hast du so das Gefühl, ab und zu competitive ist geil. So war es bei mir zumindest früher. Ja, Dass genau. zum Beispiel dann dieser Liga-Modus in Black Ops 2 einfach richtig geil war. Ja. Vor allem das Allerbeste, jetzt kommt hier absolut Bestes, keine Ahnung, wie ich sagen soll, Anfang Black Ops 2 habe ich ein Video hochgeladen, ohne Scheiß. Dass alle Leute diesen Liga-Modus spielen sollen, weil dort nur Noobs rumlaufen. Das war halt wirklich so für eine Zeit lang.
Es war so lustig. Ja, ich weiß. Es war auch so, dass in Multiteam nur Noobs rumgelaufen sind. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Kannte. Das war so lustig. Das war so mit Real-Life-Kollegen. Ja, lass das zocken, weil wir waren halt zu dritt. Lass das zocken, dass wir zu dritt in einem Team. Ist mega cool so. Also wirklich so anfangs vom Release und was dann aus diesem Modus geworden ist, ist schon krass. Ja, das ist halt der schlimmste Modus und gleichzeitig der beste Modus geworden. Ich habe lustigerweise mit Anton vor ein paar Tagen Just for Fun BO2 angeworfen. Wir haben einfach nur Lobbys gesucht. Es war so witzig, weil es gab keine Lobbys, es gab nur noch einen einzigen Spieler im Multiteam. Aber es war der schlimmste Splitscreener-Noob und wir mussten halt voll lachen, weil es gibt immer noch das Material quasi. Es müssen nur mal zwei gleichzeitig online sein, dann ist die Triple Nuklear theoretisch wieder möglich. Apropos Nuklear, meine allererste Nuklear meines Lebens, also ich hatte ein paar Nukes, ein MW2, auch schon eine Double Nuke, Moabs hatte ich auch viele, aber es hat richtig lange gedauert. Aber die erste Nuklear habe ich mit dir gemeinsam gemacht, und zwar auf der Map Raid. Und damals haben wir schon zusammengespielt, das war im März 2013, 6,5 Jahre ist es her. Wir haben auch also in einer Folge, by the way, ganz kurz, hatten wir sogar erzählt, wie und wann wir uns kennengelernt haben. Falls euch das interessiert, hört euch einfach mal die Folgen durch, ist natürlich verlinkt. Und was wolltest du zu meiner ersten Nuklear sagen, Gerd? Nee, ich wollte was zur zweiten sagen, weil die war auf Standoff, oder? Mhm. Weil an die, also die habe ich hier bildlich vor mir, die erste nicht so ganz, aber die zweite, keine Ahnung, das war glaube ich sogar mit dem MG, kann das sein? Genau, alter krass, das war nämlich im Livestream. Ja genau, und deswegen habe ich es noch so drinnen, ja. Da voll auf die Nuklear gekämpft und dann habe ich mich richtig krass gefreut, als ich sie hatte. Und die erste Nuklear war die auf Raid, wo ich den letzten Kill mit dem Dropshot mache, als der Gegner ins Fenster reingeklettert ist. Ah, ja, doch. Ich kann mich auch noch sehr gut an Gabs erste Nuklear erinnern. Die Story würde ich jetzt gerne erzählen. Und zwar, es gab einen ganz kranken Fail und das ist eine der lustigsten Szenen in der Call of Duty-Geschichte. Und ich glaube, darüber müssen wir zuerst reden, oder? Ja, genau, deswegen. Und zwar gab es die lächerlichste Szene aller Zeiten, wie Gabs nicht seine erste Nuklear geschafft hat. Okay, dazu muss ich kurz erzählen. Ja. Also das Ganze ist auf der Map Turbine mit der KSG passiert. Und ich habe halt einfach in der Zeit die KSG genommen, weil ich, by the way, bei Solution gesehen habe, dass er die KSG gespielt hat und dachte, jo, sieht eigentlich ganz krass aus, probiere ich mal aus. Das war irgendwie so der Moment, wo ich dachte, ich bin mit den krassen Waffen bin ich nicht gut, nehme ich irgendeine nicht krasse Waffe, so logisch, dann bin ich vielleicht krass, weil er damit krass war. Macht keinen Sinn, ist aber so passiert. Dann habe ich auf Turbine mit dieser Waffe gespielt und habe halt Niklas, also X der Gandalf damals, den kennen vielleicht noch ein, zwei Leute, zu seiner ersten Nuklear supportet. Und währenddessen bin ich halt nie gestorben, dass in dem Moment, wo er seine Nuklear hatte, war ich auf einer 25er Gunstreak. Und warte ganz kurz. Ich will nochmal kurz den Leuten vor Augen führen, dass eine KSG-Nuklear auf Turbine echt eine Leistung ist, weil das die weitläufigste Map ist und das ist eine Shotgun. Ja, es wäre halt auch die langsamste Nuklear aller Zeiten gewesen, aber es wäre passiert. Ja, und bitte erzähl, warum die Nuklear nicht zustande gekommen ist. Und ich werde dann noch ein paar Details ergänzen, weil ich mich noch sehr genau daran erinnern kann. Also ich hatte einen 26er Gunstreak dann und dann war es halt so, es gibt bei Turbine, wo du über die Brücke läufst, kann man dann dort raufgehen und da ist uns halt ein Gegner entgegengekommen und Niklas war halt vor mir. Und er hatte die Nuklear schon, ne? Niklas hatte schon die Nuklear. Deswegen war ich danach ein bisschen angepisst. Ein bisschen. Und, ein bisschen. Egal, sag ich gleich. Ja, also so gut einfach. Und da kam halt einmal mit einer Remington runter. Und er schießt und Niklas lief halt vor mir. Aber er ist halt in dem Moment gesprungen, sodass, warum auch immer, die Kugeln durch ihn durchgeflogen sind und mich getötet haben. Also man muss dazu sagen, es war der lächerlichste Longshot mit einer Remington, den ich je gesehen habe. Ja, das also, auch noch, ja. Das ist noch mittendrin und dann dazu, der Typ, der die Nuklear schon hat, der easy sterben könnte, springt so perfekt über die Kugel und Gabs, der im Hintergrund mit der KSG die Treppe hochläuft, wird weggehauen. Ey, es gab eine Skype-Aufnahme davon. Gabs war so sauer. Ich hab die leider nicht mehr. Niklas hat einen Lachflash gehabt und dann hast du Niklas erstmal, glaube ich, gelöscht. Wir hatten eine Woche keinen Kontakt mit dir oder so. Du bist auf jeden Fall komplett durchgedreht. Aber ich bin durchgedreht, habe rumgeschrien, mit euch zeige ich nie wieder oder so. Das ist irgendwie der Wortlaut. Also da war ich maximal angepisst. Ich war leider nicht dabei bei der Runde, weil ich eine halbe Stunde vorher bin ich offline gegangen. Aber bei der Runde, wo Gabs die erste Nuklear gemacht hat, war ich dabei. Und zwar war das auf der Map. Das war auf der Map, wie heißt sie nochmal? Ich weiß es gerade auch nicht, das fuckt mich gerade richtig ab. Da, wo Red wo die Triple Nuklear hatte. Genau, da wo Overflow. Dieser Gang auf Overflow, ja. Genau, oder? Und Overflow, safe. Und wir hatten damals halt jemanden in Impact, der hieß Elmo. Und Elmo war halt immer einer der Besten, zumindest was die Anzahl der Kills angeht. Der hat auch am meisten Kills gemacht. Und wer halt viele Kills macht, der klaut halt auch viele Kills. Und der gute alte Gabs war kurz vor Nuklear und
hat dann dem Elmo sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ich bin ja der Meinung, dass du dabei fast geweint hast. Ich bin auch der Meinung, dass ich fast geweint habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihm sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, indem ich fast gemeint habe, dass er mir die Kills geben soll. Das war so geil. Ey, das war so geil, Mann. Ey, wenn Elmo das hier hört, Mann, fühl dich geküsst, Bruder. Auf jeden Fall. Das war so lustig. Dann hat Gabs dieses Nuklear gemacht und wir haben einfach komplett gefeiert. Es war einfach. Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Das Ding ist, Call of Duty ist einfach von 2013 bis 2015, das ist so der Zeitraum, den ich da immer für gebe, vor allem aber 2013 und die erste Hälfte von 2014 war Call of Duty absolut mein Leben. Also es war mein Leben, online zu kommen, in Skype direkt zu zocken, es war mein Leben, den ganzen Tag so auf Gameplays zu gehen. Und da hatte man auch auf YouTube noch mehr diesen roten Faden. Das ist das, was viel schwieriger ist, mit Real-Life-Videos zu haben. Habe ich gestern mit Anton auch drüber philosophiert, weil es gibt da so viele Möglichkeiten. Und bei Call of Duty, vor allem wenn gerade nur ein Spiel Hype hatte, gab es nur die Möglichkeit, ey, was mache ich heute in diesem Spiel? Aufgestanden, nebenbei auf Gameplays gegangen, Gameplay abgespeichert, nachkommentiert, zack, fertiges Video. Das war einfach eine ultra geile Zeit und das war einfach so die wichtigste Zeit meines Lebens. Also gerade die erste Hälfte. Fakt ich noch immer liebe, dass wir am Anfang alle Black Ops 2 scheiße fanden und dann viele und die meisten oder die meisten kurz zu MW3 zurückgegangen sind. Ich liebe diesen Fakt einfach. Ich liebe es so sehr, weil es danach das legendärste Call of Duty von allen wurde. Es zeigt halt, dass Menschen irgendwie das, was sie haben, also gerade neue Sachen und das, was sie haben, manchmal nicht schätzen können. Naja, es war auch eher so das Gefühl von. Nee, es ist, wie soll ich es gerade sagen, mir fehlen gerade die Worte so. Man wusste halt, man hat es noch nicht gecheckt, das Game. Ja, man genau. Man hat nicht gecheckt, was geil. Also das war einfach so, man hat so gespielt, hat was anderes erwartet, hat dieses Spiel dann, glaube ich, falsch gespielt und damit war es halt kacke. Es war halt so dieser Gedanke von, die Killstreaks so ein Schwarm. Ich kann mich noch an dieses Commander-Krieger-Video erinnern, wo halt alle Killstreaks vorgestellt hat. Also gesagt, ja, ein Schwarm wird niemand mitnehmen, weil der braucht so viele Punkte, das erreicht doch keiner. Genau, ich glaube, das war so ein Satz. Black Ops 2 hat da keinen Spaß gemacht, wenn man diesen typischen Drohne-Blitzschlag-Hellstorm-Modus gemacht hat, weil man musste halt lernen, dass Black Ops 2 aus Drohne-Konter-Drohne-Orbi oder Drohne-Orbi-EMP besteht, weil man da quasi, weil das Gun-Feeling einfach brutal geil war und weil der Orbi so nice umgesetzt war in diesem Spiel, dass man... Geil. Es war Orbi mit Farbblindenmodus, der orange Pfeil, ich liebe ihn. Ich habe noch nie ohne Farbblindenmodus einen Orbi gehabt. Ich mein's ernst, nur in Black Ops 1 halt. Und, aber da hieß es ja auch, wie hieß es da nochmal? Blackbird, SR-71. Genau, Blackbird, so geil. Ich habe auch lange Zeit mich gewehrt zu sagen, Orbitalsatellit. Ja, ich weiß, alle haben Blackbird gesagt. Ja. Und Blackbird ist auch das coolere Wort, muss man auch unterm Strich sagen. Aber Orbi ist legendär. Der Orbi ist einfach, wenn ich das Bild vom Orbi sehe, das werde ich mir wahrscheinlich, also ohne den Orbi würde ich jetzt nicht hier sitzen, ohne den Orbi hätte ich mir nicht so viele Träume erfüllen können. Das muss man immer wieder wiederholen, weil der Orbi... Das ist so geil, oder? Ich liebe das gerade. Diese BO2-Phase, die war die wichtigste, das muss ich immer, das ist so krass und das war nicht nur für mich die wichtigste, es war weltweit gesehen, haben alle COD-YouTuber mit Black Ops 2 am meisten Abos gemacht. Die hatten ja damals richtig viele Zuschauer auf Twitch und so, also hier die Optik-Jungs zum Beispiel. Ja, ich weiß gerade nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, die waren so Monte-verdächtig, glaube ich. Es war damals, halt, wo damals Twitch gab's nicht halt, groß war. Also das war echt krass. Es gab halt keine Konkurrenz für Call of Duty. Es gab Minecraft, aber es war eine ganz andere Zielgruppe und zum ersten Mal hat ja Fortnite quasi so ein bisschen beide Zielgruppen fusioniert. Ja, und deswegen davor gab es halt noch... Unter Anführungszeichen auch. Ja, ist auch so. Also davor war es halt ein bisschen anders und was bei mir halt so ist, was ich die letzten Tage gemerkt habe, wenn ich mich mal wieder drauf einlasse und zocke, komme ich auch sofort wieder in diesen Modus. Also ich habe ja quasi, also das, was ich in Call of Duty früher getryhardet habe, hat quasi, Darts ist jetzt das, wo ich da rein tryharde und wo ich richtig viel Herzblut reinstecke so. Aber sobald ich wieder in den Call of Duty Modus komme, habe ich wieder ultra Bock drauf. Also dann... Hört das bei mir gar nicht auf. Aber hast so du noch immer Phase. So Bock, so auf Gameplays zu gehen oder einfach Bock zu zocken? Also, wenn ich richtig aktiv zocke, dann sind mir schon die Runden, also ich lade schon immer noch gerne gute Gameplays hoch. Ja, das ist klar, aber ich meine jetzt so vor allem während dem Zocken, wenn du jetzt 2-3 Stunden zockst, wie bei Black Ops 2, hast du bei 2-3 Stunden zocken, 2,5 Stunden Lobby gesucht und dann eine halbe Stunde auf Gameplay geschwitzt.
Mann, das war aber auch irgendwie geil. Ich muss grinsen, wenn ich das höre. Ich muss gerade an das Video denken. Ich glaube, es ist eine Minute. Ich weiß nicht, was von dir hochgeladen, du oder Anton. Weil auch nur Ave Maria singt und dann kommt die perfekte Lobby. Das war auf dem Impact-Channel sogar damals. Sogar? Nein! Das Video Diese haben wir. Videos gibt's nicht mehr. Nee, die gibt's leider nicht mehr. Das Video war damals. Müssen wir auch mal erzählen in der Podcast-Folge Ja, vom ersten stimmt. Impact, wie das verloren gegangen ist. Einfach zu krass. Es ist wirklich zu. Die Story ist einfach heftig. Ja, das ist halt einfach keine Ahnung, Mann. Es ist halt so viel passiert in der Zeit und so viel. Und das war alles, die Grundlage für das alles war einfach Call of Duty, Mann. Ist Und halt wirklich so. es ist halt Und damals auch einfach. diese WhatsApp-Gruppe, sorry, ich muss gerade so an Impact denken jetzt gerade, deswegen, wir hatten halt wirklich krasse WhatsApp-Gruppen und so. Das war echt ein anderes Leben. Also, so also für mich war es damals so, aus der Schule nach Hause kommen, manchmal noch nicht hingehen, oft nicht hingehen, fast nie hingehen Ich wollte und gerade dann den ganzen Tag sagen. zocken. Ja, wir waren auch die ersten Und beiden, die sich Impact von den Namen gemacht haben. Ich war der Erste, genau. du warst der Zweite. Und Gaps ist ja auch Gründungsmitglied mit mir halt damals, 2013. Ich glaube, die Gründung, ich versuche mal kurz alle Gründungsmitglieder zu sagen. Ich glaube, es war Niklas, Pure, Gaps. Nein, Ah, Pure nee, war Pure ganz noch nicht. kurz danach. Stimmt. Ah, stimmt, Pure ist ja später. Genau, dann aber war Sonic von Anfang an oder kam der auch Ja, der später? war, glaube ich, von Anfang an dabei. Das war auch, wir dachten früher, er ist der beste Spieler aller Zeiten. Nur weil er Aber er war irgendwie. auch gut. Er hat Er war dann auch irgendwann gut, aufgehört aber. zu tryharden. Ja, klar, es war so Anton lustig, und aber. Sonic haben mal ein Dual-Commentary auf dem Impact-Channel hochgeladen, Wie man wo es, Nuklears macht genau, oder wie man so. Nuklears macht. Und da hatten die so einen geilen Lachflash. Also das sind einfach Zeiten, die kann ich nicht mehr, also die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und Ist echt so. dass dieser erste Impact-Channel weg ist, ist Tut echt so weh. ein Skandal und so schlimm, weil er uns geklaut und gelöscht wurde. Es ist wirklich Ja. absolut krank. Aber bitte Also versuch weiter aufzuzählen. Ich bin gerade richtig hyped darauf. Auch wenn es niemanden interessiert, mir ist das jetzt egal. ja, genau, also wir beiden, Niklas, ich sag Niklas? mal Sonic dazu. Ich würde auch Sonic sagen, ja. Ach, Safe Rain Call. War Rain von war. Anfang an? Doch, ich glaube, ja. Ich glaube schon. Der hieß irgendwas mit Y Rain zuerst. Ja, genau. Der war auch saulustig, Ah, wie er ja, mal da. Pio beleidigt hat. Boah, Alter, weißt du noch einen vom Anfang? Ja, ich Hau weiß raus. einen Marcy. Stimmt, Cynetics. Genau, und ich weiß ohne Witz, nein Spaß. Ohne Witz, dein Spaß. Hey, ist das nicht Pio? Razor Oh Johannes. mein Gott, Alter, Razor. Oh mein Gott, ohne Witz, nein Spaß. Alter, Das war das Legende, Mann. Schlimmste überhaupt. Ich sag's euch. Der hat halt immer irgendwas erzählt und dann so, ohne Witz, nein Spaß. Ah! Ist doch immer so schlimm. Johannes. Der Johannes, der wurde Johannes. da auch dann gekickt, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass MPO ihn gekickt hat. Weil MPO hat mal zwei Member aus Impact gekickt. Das war so legendär, weil MPO war halt so ein Typ, also wer den nicht mehr kennt, der war halt so der Troller der COD-Szene, der hat halt immer alle verarscht und war Legende Hat einfach, halt schon so den damals. Kollegah-Move eigentlich gemacht, so kann man Genau. sagen. Ja, aber der hat halt wie Kollege geredet und hat immer gesagt, er ist der Boss und so. Und hat dann quasi Leute hops genommen. Dann haben wir ihn irgendwann auch einen Impact geholt und dann hat er zwei Leute gekickt. Ey, dieses Skype-Konfig werde ich nie vergessen. Es war so lustig, Mann. Es gab einfach Wen hat so er denn krasse noch Zeiten. gekickt? Das war irgendwann, als Ghost draußen war. Ich weiß nicht, wer er noch gekickt hat, ey. Das war aber Aber so mir hört gerade lustig. was noch. Sorry an alle Leute, aber es ist gerade echt lustig für uns und deswegen muss es für euch auch lustig sein, sonst habt ihr keinen Humor, sage ich jetzt einfach mal. Niklas hat damals. Kannst du natürlich noch an, also Apo war, der hatte früher Apokalypse, mit dem haben wir Battlefield 3 gezockt und dann ist er halt auch zu Impact gekommen, weil war Stimmt. halt einfach so. Und den haben wir halt immer Der hieß Apo dann genannt. Das ist jetzt. Vortex. Genau, Stimmt, und deswegen heißt Snacks Snacks und nicht Vortex. Das ist auch so lustig. Oha, du weißt es noch, ich wollte es gerade Ja. erzählen. Genau, deswegen heißt Und. Snakes nicht mehr Vortex, weil er hieß früher Vortex. Aber weißt du, was das Schöne ist? Und ich sterbe gerade, weil weißt du, an welchem Tag Niklas ihn gekickt hat? Ich Nein. heul gleich. An seinem Geburtstag. Und Ehrenmann. also der hat halt wirklich, mir kommen gerade die Tränen, weil ich es so lustig finde. Der hat halt wirklich geheult dabei anscheinend. Ich war leider nicht im Call. Oh Gott, das ist einfach, Alter. das hört sich gerade so grausam an, aber wie, Digga, wenn man Niklas darauf anspricht, das Also ist einfach generell, so was da gut. für Leute auch drin waren. Es sind so viele Namen, so viele. Ich glaube, die Liste könnte ich noch finden. Ich weiß noch, als Impact sich dann Boah, gesplittet ja. hat, das war nämlich eine Google Docs-Liste. Ich weiß noch, als Impact dann auf die drei Plattformen gesplittet ist, dann ist natürlich ein bisschen die Übersicht verloren gegangen. Da kannte man auch gar nicht mehr alle, aber das war damals irgendwie trotzdem geil.
weil hat man sich irgendwie kennengelernt mit den Leuten und so. Das war halt einfach wirklich, also ich Impact noch, war als die WhatsApp-Gruppen dann zusammengeschlossen wurden, weil dann alle auf PS4 wechseln mussten. Das war auch so lustig. Es wurde dann entschieden, wir sind nur noch auf PS4, was auch so richtig dumm ist, weil es irrelevant ist, aber... Ja, es war dumm. Aber es ist irgendwie so lustig. Und dann auf einmal war so eine richtig fette WhatsApp-Gruppe im Start, wo sich halt viele, also ich kannte viele nicht und es war echt lustig. Aber daran ist es dann auch ein bisschen kaputt gegangen. Dann ist es weil es dann too much war. Man wusste ja nicht, was man reinschreiben kann und wem man da, man konnte Leuten ja quasi gar nicht richtig vertrauen. Ja, und es war halt einfach zu viele Leute, wo viele Einzelgespräche irgendwie geführt wurden auch, fand ich. Aber ich finde es krass, wie emotional wir darüber reden können, weil das beweist einfach, wie wichtig es ist. Und das ist alles so halt wichtig. Aus Call of Duty irgendwie resultiert. Das ist schon geil, Mann. Also Call of Duty und ich habe richtig viel, also ich habe das auch im Podcast, haben wir auch kurz über WoW gespielt, weil ich dieses Classic jetzt begonnen habe. Und WoW hat mein Leben echt krass geprägt, aber Call of Duty, also was Zocken angeht, ist also das Game überhaupt. Das hat meine, traurig wie es klingt, hat meine Jugend geprägt, weil ich war immer ein paar und ich werde hoffentlich immer ein paar Jahre jünger bleiben als du. Ja. Und deswegen, also du warst halt mit 17, bei mir war es halt, ich sage jetzt nicht, mit wie vielen Jahren ich begonnen habe, aber es war halt echt meine Jugend, Call of Duty, weil damals, oh Gott, bei mir ist gerade richtig fetter Käfer, aber alles das klar. Bin ich ja aus Guatemala gewohnt, keine Ahnung, wo der herkommt. Aber es war richtig krass und ich bin damit so gefühlt aufgewachsen, weil damals bin ich halt einfach wirklich nur vor der Konsole gehangen und manchmal hast du das Gefühl, ich bereue es, aber irgendwie bereue ich es auch überhaupt nicht und finde es einfach geil. Krass, also bereuen könnte ich es irgendwie null. Aber gut, bei mir hat es natürlich was anderes. Und bei mir war immer so ein bisschen Job mit drin. Ich habe immer quasi, ich habe nie einfach so gezockt in meinem Leben, außer das erste Jahr. Aber ab dann hatte ich immer Ziele quasi beim Zocken. Sei es ein Video, sei es ein Gameplay. Ja. Und ich glaube, der Unterschied und auch so, also ich habe mich in den letzten Jahren noch viel mit Erfolg beschäftigt und ich will jetzt nicht viel drüber reden, weil das eher in den normalen Podcast gehört. Aber ich glaube, der Unterschied, also ich habe ja auch Videos dazu gemacht, und der Unterschied war halt bei dir, dass du halt im Kopf so hattest, ich werde YouTuber, ich werde damit erfolgreich. Und bei mir war im Kopf, ich würde gerne YouTube-Videos machen, ich würde gerne damit erfolgreich werden. Und dann kann es halt sozusagen im Vergleich nicht funktionieren, weil dieser Drive nicht vorhanden ist. Genau. Oder macht Sinn? Ja, das ist halt so, ich das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, dass ich halt diese Gewissheit hatte. Ich wusste, es wird klappen. Es war halt die ganze Zeit irgendwie, das war eins der krassesten Gefühle. Das kann ich halt einfach, ich kann nur sagen, ich habe das gerade wieder bei einer anderen Sache und das ist einfach nur nice, dieses Gefühl zu haben. Aber trotzdem hat man natürlich oft Steine im Weg und trotzdem darf man nie vergessen, wie viel man auch schlechte Phasen hatte auf dem Weg quasi. Das ist natürlich auch alles drin. Ich meine, die Impact-Zeiten, als Anton und so gegangen sind, das war halt, das war die Hölle so. Und darüber geht's by the way sogar, da hat Anton sogar in seinem Buch, was er bald rausbringt, hat er richtig viel drüber reingeschrieben, weil ihn das auch sehr beschäftigt hat, diese Phase und so. Da haben wir, also das habe ich mir schon ein bisschen durchgelesen. Also das ist auch für alle Oldschooler auf jeden Fall was. Also, wollen wir unsere drei Top-Viersten noch schnell durchziehen? Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil eigentlich dachte ich, dass wir über ganz andere Dinge heute reden, aber irgendwie fühlt sich perfekt an, wie es jetzt geworden ist. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute das hier mit Impact gut finden, aber ich glaube einfach, und so ist es auch bei unserem Podcast, wir reden halt immer über, was wir Bock haben, aber ich glaube einfach, so wie wir zusammen reden, und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ist einfach cool. Also, ich finde es auch bei anderen Podcasts, die über Themen reden, die mir scheißegal sind, einfach so die Leute in Kombination ist einfach geil. Ja, ich finde auch, dass wir das ganz gut machen. Mal ein bisschen Eigenlob hier. Ja, ich wollte gerade sagen, hier, ich klopfe mir mal ein bisschen auf die Schulter. So. Warte, eine Sache wollte ich noch. Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über Modern Warfare. Wir können ja eigentlich nicht viel sagen, außer dass wir Bock haben und uns wahrscheinlich auch zusammen zocken werden die nächsten Tage. Ich habe, by the way, noch einen Beta-Code für dich. Oha, das ist nice. Ich habe, by the way, schicken. Muss ich gucken, wo ich eine PlayStation herbekomme. Ach ja, stimmt, wenn du überhaupt zocken willst, genau. Aber ich muss gucken, also halt den mal hier noch in der Rückhand. By the way, an jemanden von Call of Duty, der gerade zuhört, ihr habt noch meine Adresse, ihr könnt das Spiel mir gerne in der besten Version zuschicken, da habe ich absolut nichts dagegen. Ja, also. Genau. Wenn bis hier einer von Call of Duty zuhört, dann bin ich ein Pinocchio. Ich weiß, was du sagen willst. Okay. Also, Top 4 Call of Duties ist Kategorie Nummer 1. Normalerweise im Podcast haben wir halt eine Top 4, die wir dann halt etwas länger besprechen. Ich glaube, bei den Call of Duties muss man jetzt nicht so viel sagen. Da rush ich mal ganz kurz durch bei meinen 4. Mhm. Platz 4 Modern Warfare 2. Platz 4, nochmal Platz 4, alles gerade egal. Jetzt viermal Platz 4, es hat leider nicht zum ersten gereicht. Nice.
Also Platz 3, Modern Warfare 3, war einfach für mich das erste Mal, dass ich auf Gameplay gegangen habe, dass ich Erfolge gespürt habe. Platz 2, Black Ops 3, weil es einfach für mich das beste Jetpack-COD war. Das müsste eigentlich auch auf meine Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist aber gerade nicht drauf. Aber Black Ops 3 hat richtig, also vor allem, weißt du, was bei Black Ops 3 mir am meisten Spaß gemacht hat? Ohne Scheiß, die Videos, die wir damals zusammen gemacht haben. Ja, die waren einfach so lustig. Das ist nämlich auch mein Punkt und deswegen frage ich mich, ob es auch andere Leute so gesehen haben, weil ich fand, Black Ops 3 war das perfekte, das YouTube-COD, allerbeste oder? YouTube-COD, weil da habe ich Daily Content gemacht und zwar über, warte, ich habe angefangen im November 2015 und ich habe bis, also ich habe genau 2 Jahre, ich glaube 2 Monate weniger, also ich habe 22 Monate jeden Tag ein Video hochgeladen und das war das alles Black Ops 3. Krass. Und da muss man sich mal vorstellen, das kommt ja nicht von ungefähr so. Das war einfach das Spiel, mit dem es möglich war. Und es war, hatte eine geile Abwechslung, es hatte diesen perfekten Kinomodus für DSDSU. Das war das Format damals, was so gut funktioniert hat. Du konntest halt auch auf Gameplay gehen, wobei ich da die ganzen Videos nicht auf Gameplay gegangen bin, muss man dazu sagen. Sorry, aber ich muss kurz was ganz Schlimmes sagen. Hau raus. Wenn Simon Richter wäre, wäre er ungefähr. Oh, wow. Alter, wie kamst du jetzt auf die Scheiße, Mann? Du hast es so betont, das tut mir echt leid, du hast ungefähr genau so betont. Alter, Mann. Alter, er hat sich ganz fairer. Schlimm, oder? Ich hab lustigerweise mit meinem alten Kollegen auch immer diesen Fair-Wortspiel gehabt. Zum Beispiel so, er hat sich verraten wie gerechte Quizshow-Teilnehmer. Oh Gott. Weil fair raten und gerecht ist ja fair und Quizshow-Teilnehmer raten. Also wer das verstanden hat, das kann man mit allem machen, ja. Mit allem. Also freut euch drauf, jetzt habt ihr das vielleicht selber im Kopf. So, ja. Und Platz 1 ist Black Ops 2, muss ich nicht drüber sagen. Nee, also jetzt rush ich auch kurz durch. Okay, ich rush nicht durch, weil ich ein bisschen was dazu sagen kann. Vielleicht WW2 und deswegen, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe zwar nicht viel gezockt, weil es einfach sonst niemand gezockt hat und ich weiß nicht, das Spiel ist irgendwie meiner Meinung nach immer schlechter geworden und dann habe ich es halt irgendwann nicht mehr angefasst, aber so vor allem diese Beta, einfach nur wegen der Beta ist es Platz 4, weil die war so geil. Und hat mir so ja, viel Beta Spaß gemacht. Ist immer geil, Digga. Ich habe noch nie eine Beta gespielt, wo ich gemacht, also die IW-Beta war die lustigste Zeit, Digga. Julian hat einmal so einen Ausraster gehabt, ich hatte den Lachflash meines Lebens, ich habe geheult, geschrien. Ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen. Ja, aber WW2 hat mir auch so vom Gameplay her richtig viel Spaß gemacht. Ja, vom Gameplay her war es ja auch cool, aber es war am Ende zu wenig Abwechslung, finde ich. Ja, klar. Also noch die Maps waren zu wenig Maps und die Maps fand ich gut, aber ich weiß nicht, es ist einfach so, ich bin jetzt hier vom Bauchgefühl einfach gegangen. Da gehört es für mich irgendwie trotzdem auf die Liste, weil es so von den neuen CODs, also Black Ops 3 habe ich drauf vergessen irgendwie, aber das Beste war. Kann ich dir noch eine kurze philosophische Frage stellen, weil mir was aufgefallen ist? Ja. Und zwar bei mir stehen halt von den 4 Teilen sind nur einer ist auf der PS4, also nur ein New-Gen-Teil. So. Ja, bei mir auch, WW2. Genau, und deswegen frage ich mich jetzt, stehen da nicht mehr New-Gen-Titel drauf, weil die Oldschool-Titel zu gut waren? Oder weil man sich so festgefahren hat in der Meinung, dass die alten Spiele gut waren, dass es die neuen allein deswegen nicht schaffen können? Weil also, wenn das so wäre, dann könnte gar kein neues COD mehr da drauf kommen, quasi. Das Ding ist halt, es war eine Ahnung, es geht nicht unbedingt, wie gut das Spiel war. Es geht so, was für Faktoren um dieses Spiel ist, wo wir am Anfang so über Hype und Emotionen so kurz geredet haben. Es geht um diese Dinge und es geht auch, ich habe letztens so ein Nature-Video ist mir vorgeschlagen worden. Früher hat jeder im Game-Chat geredet. Das ist ja auch was ganz anderes. Es war ganz, ganz viel rund um diese Spiele, was diese Spiele so gut gemacht haben. Ja, stimmt. Moment. Stimmt. Und dieser Game-Chat war ganz wichtig. Und deswegen MW3 zum Beispiel. Oder so Sachen wie, dass du in Suchen und Zerstören in Game-Chat reden musstest zum Beispiel. Oder so. Also es war irgendwie, aber diese Xbox Live-Partys zum Beispiel auch, was jetzt weniger Game-Chat. Das habe ich ja gar nicht mitgenommen. Die Xbox Live-Partys habe ich ja nur 2 Monate wirklich mitgenommen. Danach war ich ja direkt wieder in Skype unterwegs. Und ja, aber trotzdem, bist du trotzdem teilweise in Gamechat oder so gewesen. Also ich finde, Gamechat war ganz, ganz wichtig früher auch und auch so für diese, keine Ahnung, ich fand es einfach krass. Dann habe ich eben MW3 auf meinem Platz 3, genauso wie du und einfach, das Game war krass. Also ich habe es lustigerweise zur Zeit, wo es rauskam, nicht so geil gefunden. Ich fand es zu Black Ops 2 Zeiten viel besser, weil halt dann wahrscheinlich die ganzen Tryharder in Black Ops 2 waren. Ja. Und bei mir ist Platz 2 Black Ops 2. Auch wenn es das Spiel ist, was ich wahrscheinlich am meisten gezockt habe, aber Black Ops 1 ist auf 1, weil es mein erstes Call of Duty war und da ich mit YouTube-Videos angefangen habe, also sie zu schauen und das irgendwie, das war irgendwie so eine Zeit, auf dem einen Monitor lief irgendein YouTube-Video, Max FPS im meisten Fall und auf dem anderen habe ich halt nebenbei irgendwie Black Ops 1 gezockt
Und das ist einfach dieses Feeling, was ich dabei hatte. Also ich war da in dem Game am Anfang, habe ich es erzählt, richtig scheiße. Aber da habe ich auch viele Leute kennengelernt in dem Game und das war irgendwie so, das fühlt sich so an wie so ein Start in was Krasses und deswegen erinnere ich mich da einfach am liebsten zurück dran. Ja. So, Top 4 Maps. Machen wir diesmal wieder abwechselnd. Okay, Dann starte ich jetzt einfach, weil ich es will. mach Dome das. habe ich aufgeschrieben. Dome, ah, ist eine geile Map. Ja, Ist, Dome, also, Maps ist mir brutal. richtig schwer gefallen, also könnten bei mir auch vier andere Maps stehen und es wird genauso passen. Aber Dome fand ich einfach, war eine krasse Map so. Bei Also, mir keine auch, Ahnung. also alle vier Maps, die jetzt hier genannt sind, sind ohne Gewehr, wie man so schön sagt, ne? Wobei sie dann, sie sind ohne Gewehr, aber mit Gewehr in dem Fall. Wer das versteht, hast du es verstanden, ganz kurz? Ja, klar, weil wir mit Gewehr über die Map gerannt sind, oder? Genau, Ja. perfekt. Ich habe auf Platz 4 Slums, weil Oh, ja. ich dort halt die Triple Nuklear und mein erst 100 Plus hatte. Und dementsprechend muss diese Map. Sie hätte auch auf Platz Ja. 1 sein können, weil bei mir sind alle vier Maps gleich gewertet. Ich kann kein Ranking in diese vier Maps bringen. Ja, Es geht wie nicht. gesagt, das Maps ranken ist sehr, sehr schwer, weil ja, da hat die Map an sich nicht alles damit zu tun, sondern auch was auf diesen Maps passiert ist, sozusagen. Absolut, es ist genau wie welchen Song man irgendwann gehört Ja, hat. Da genau. findet man den ja auch besser. Wenn ich bei einem ersten Kuss ein Lied gehört habe, werde ich das nie wieder in meinem Leben vergessen. So, und vielleicht war der Ja. Kuss in dem Fall die Map gar nicht so toll, ja, um es mal so Ich zu sagen. wüsste leider das Lied gar nicht. Aber stimmt, ich habe noch nie eine Frau oder ein Mädchen geküsst, deswegen, wie Stimmt. soll ich es auch wissen? Bei Sorry. dir war es wahrscheinlich so ein richtig cringiges Lied, also Hard Rock Hallelujah oder sowas. So, I'm a Barbie Girl. ja, ich habe auch an das Lied gedacht, das wäre so cringe. Da hast du deinen besten Freund Knossi geküsst, na Spaß. So ist es. Okay, hau raus, dein Platz Platz 3. 3 ist bei mir Favela aus MW2. Oh, oh, Und Favela mochte ich nie. echt, also ich musste Nee. gerade random so an diese Map denken und ich weiß nicht, die war schon irgendwie geil. Also so mit der UMP auf diesen Hausdächern herum. Also sie war jetzt nicht die beste Map, aber sie war einfach geil. Also mir hat auch dieses, also da eher auch dieses. Nee, aber da finde ich halt das Design und so ziemlich geil. Also es ist halt Weißt du, wie auch. man auch auf Favela kommt? Wie? Wenn du versuchst, jemanden anzurufen, aber die falsche Nummer eingibst. So scheiße. Dann bist du auch auf Favela. Ach du Scheiße, Mann. Oh Gott. Ich glaube, Favelen kennen die jungen Leute heutzutage kennen Favelen gar nicht mehr. Früher Nee. haben Leute angerufen und dann hatten die sich verwählt. Dann haben die falsch Digga, angerufen. weißt du, da cringe ich jetzt noch rein. Ich wollte früher mal meine Mom anrufen und habe unabsichtlich eine andere Nummer von jemandem, also so aus Reflex Ja, ich gewählt. auch, Das, ich auch, oh ich auch. Gott, oh, reden wir nicht weiter darüber. Nee, bitte nicht. Platz 3 ist bei mir Hijacked. Tod 1 von Triple, legendäre Map, um Spawn zu killen, legendäre Multiteam-Map. In 6 gegen 6 Herrschaft auch eine geile Map. Da war aber ein bisschen zu viel los. In Multiteam konnte man die Map absolut krank kontrollieren. Und ich habe ja viermal hatte ich auf Hijacked zwei Nuklears und einen 20er-Streak. Also ich hätte da auch vier Krass. Triples haben können, aber keine geschafft, weil Machst die wohl zu lächerlichsten schlecht. Sachen passiert sind. Also das eine Mal werde ich nie vergessen. Das eine Mal bin ich auf 24er, habe genug Zeit, werfe ein C4 auf den Gegner und ich habe einen C4-Bug bekommen. Und das Lustige ist, es wäre nicht schlimm gewesen, weil ich ihn sonst weggeaimt hätte, aber das C4 hat bei mir Rauch erzeugt und bei ihm auf dem Bildschirm hat es keinen Rauch erzeugt. Also Oh konnte ich ihn Gott. nicht sehen. Es war das Lächerlichste überhaupt. Wirklich, also das Ja, ist ich glaube, es gibt noch unglaublich. was Lächerlicheres als auf Hijacked. Ja, okay, gut, natürlich. Es war sogar an demselben Quadratmeter, by the way. Oh Exakt selber Gott. Spot, also. Das ist der schlimmste Quadratmeter deines Lebens, würde ich jetzt mal hier behaupten. Ja, also die Triple, das ist ja, da könnte ich ja eine Doktorarbeit drüber schreiben. Am Ende des Tages würde ich aber wahrscheinlich aufs Ergebnis kommen, dass mir die Triple weniger gebracht hätte als nicht die Triple. Also, Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. ich glaube, der Einfach dieser K40 Running Gag Mythos hat mir darum, mehr ja. gebracht, als die Triple gemacht zu haben Ich finde es auch damals. schade, dass dieser Running Gag irgendwie nicht mehr so vorhanden ist bei dir. Also, Ja, dass die okay, Leute das aber wirklich. so krank kannst du das ja nicht. Es ist ein toten Call of Duty. Es ist sechs Eh, Jahre und drei ich weiß es Monate eh. her. Das kannst du halt Aber nicht schön, dass mehr. du es noch weißt. Aber eh, aber ich fand es nur krass, so wie das immer weniger wurde und immer weniger wurde. Und jetzt halt irgendwie nur die alten OGs das noch wissen haben. Finde ich krass. Ich weiß noch, wie ich am Tag danach, da habe ich noch bei der Bank das duale Studium gemacht, wie ich auf der Arbeit saß und nicht auf mein Leben klarkam und richtig depressiv war. Und es war richtig krass. Also, das hat nicht aufgehört, weil es war ja. Damals, es wäre ja so unverdient gewesen. Es wäre so, als ob jetzt einfach irgendwie ein Aufsteiger deutscher Meister wird, zum Beispiel. So wahrscheinlich war das. Ja, Nur, dass die dann das ist halt im schon Spiel vor krass. der Meisterschaft noch vier Eigentore schießen, dann wäre es ungefähr. Ja, wäre es dein zweiter Platz? Mein zweiter Platz ist Raid. Raid?
weil die Map einfach geil ist. Die Ja, Map ist Digga, geil muss man nicht für drüber reden. Competitive gewesen, für keine Ahnung was, für Herrschaft, alles. Die Map war einfach krass. Also jeder Spielmodus hat auf dieser Map funktioniert. Ich habe, by the way, vor ein paar Tagen erst gesehen, dass alle aktuellen Call of Duty Pro Gamer auch nach ihren Lieblingsmaps für Competitive gefragt wurden. Und mindestens, ich meine, wie viele Maps gibt es? Es gab vielleicht 7 CODs, die Competitive schon gespielt haben. Es waren immer so 4, 5 Maps. Sagen wir mal 35 Maps. Und wenn die Hälfte davon Raids Stellung antwortet, dann heißt es schon was. Und es war Ja, so. das war so krass. Also dementsprechend Raid. Ja, mein Platz 2 ist Standoff. Womit wir dann die dritte Black Ops 2 Maps hatten. Ja, ich dachte mir schon, du bist. Also jetzt weiß ich, dass du nur Black Ops 2 Maps hast, Ja, also du weil weißt ja deine schon Nummer meinen 1 ist ersten. Raid. Genau, ist korrekt. Aber ja, dann sage ich jetzt noch meine Nummer 1 Map. Und die Nummer 1 Map ist nicht, würde ich jetzt nicht mehr als Nummer 1 Map bezeichnen. Oder vielleicht doch, aber ist Nuketown. Einfach aus dem Grund, Nuketown Ah, ja. Private. Nuketown, welche Videos haben wir da aufgenommen? Nuketown als, keine Ahnung, wie, ich sage jetzt nicht, wie jung ich da war, aber bei Black Ops 1 als kleines Kind Nuketown zu spielen, war krass. Es war Stimmt, einfach hast so eine recht. richtig geile Map. Und also sie war in Black Ops 2 und Black Ops 3 auch eine ganz andere Map als in Black Ops 1, weil da hat sich irgendwie viel langsamer gespielt. Ist zumindest mein Gefühl, es könnte es auch genau irgendwie anders gewesen sein, egal. Aber diese Map, also ist irgendwie so eine richtig, ist ein Icon sozusagen im Call of Duty in the Legend. Also Gab es in Black in Ops 4 BO3, Nuketown? ja, gibt's. Und in Okay, BO4 das. und BO3 fand ich Nuketown scheiße. In BO1 und BO2 fand ich Nuketown geil. In BO3 habe ich halt auch wirklich nie gemacht. Es war immer Sweezy. Sweezy hat jedes Video Black Ops 3 Stellung auf Nuketown hochgeladen. Ja, aber wir haben ganz viele Nuketown-Videos gemacht, also Private, irgendein Ja, Shit. klar. Das Zum war schon Beispiel das geil. mit den Bots und so. Das ist ja das hat 1 Million Views zum Beispiel. Das ist halt zu krass. Ja. Aber weißt du, was ich noch immer so lustig finde? Dass ich dieses 1000 Kills ohne zu sterben halt als erster geschafft habe. Stimmt, dann habe ich Da mir bin deine ich vor Strategie zwei Jahren, abgeguckt. bin ich vor 2 Jahren wieder aus meiner ersten YouTube-inaktiven Zeit zurückgekommen und habe halt einfach das so gemacht, weil ich wusste, so gegen Bots auf Nuketown, das ist einfach meine Welt. Und ich habe zwei Versuche gebraucht, weil beim ersten Versuch ist mir langweilig geworden und dann habe ich halt bin ich halt rumgerannt. War nicht gut. Nee, aber das sollte man nicht machen. Also, meine Top 4 sind halt lustigerweise alles Maps, die ich in Multiteam-Stellung am liebsten gespielt habe, ne? Also, das ist halt, by the way, bei mir der Punkt. Ja. Sehr Black Ops 2 lastig, wird's auch Jo. bei den Waffen bei mir und da kannst du Ja, ja hätte mal das deinen gedacht. vierten Ne, Platz fang du an. raushauen. Ich habe bei der letzten angefangen. Okay, ich ändere es vielleicht mal. Damit ich Okay. nicht nur Black Ops 2 habe. Ich habe erst Kap 40 hingeschrieben, aber die Kap 40 ist gar nicht die beste Zeitwaffe aller Zeiten, weil die beste Zeitwaffe aller Zeiten ist die MP9 aus Modern Warfare 3, die, by the way, absolut genauso gut war wie die MP7. Das heißt, wenn du MP9, MP7 gespielt hast, hattest du quasi zwei Primärwaffen. Das Ich war weiß wirklich noch, geil, Isle of jetzt wo du Cookies hat so sagst. kranke Gameplays mit der MP9 hochgeladen. Er hat so schön gehackt damals. Keine Dem. Ahnung, ob er gehackt hat, Ich aber glaube nicht, dass er es. gehackt hat, aber wir werden es nie erfahren. Also, ich Ja. sage auf Platz 4. Damit ich auch MW3 habe, nehme ich jetzt mal drei Waffen aus MW3, und zwar die MP9, die MP7 und die ACR. Oh. Ja. Also ich habe hier als fünfte Waffe, also Platz 4, wo ich komme auf 5, also ich habe eigentlich zwei deswegen vielleicht, also ich habe die MP5 und die MP7 so auf einer Stufe, weil das für mich so gefühlt die gleiche Waffe ist, weil in einem COD war die krass, in dem anderen die krass. Ja. Aber so diese war einfach eine richtig gute Maschinenpistole. Und eine Erwähnung muss halt einfach aus MW3, ich weiß nicht, wie die Waffe heißt, aber ich habe sie immer Senfkanone genannt. Oder Spritzpistole, du weißt, welches es ist, oder? Warte, warte, warte. PP90M1 heißt die Genau. so? Ja, Wirklich? Ich war mir nicht sicher. PP90M1. Ja, die Okay. Wasserpistole, genau. Die war so. Also, ich habe sie halt mit Knosse damals Senfkanone genannt, was einfach noch dümmer ist. Wenn du damit halt drauf gesprayt hast, ist halt geisteskranke Feuerratzbar, Naja. unbesiegbar im Nahkampf und ist eine richtig geile Waffe. Auf Platz 3 habe ich das C4, weil ich in Black Ops 2 mit dem C4 so viele Kills gemacht habe, wie mit nur mit zwei Primärwaffen habe ich generell mehr Kills gehabt als mit dem C4. Also es war ja damals wirklich krank. Ich habe das ja Boop! so gespammt, genau mit dem Whoop, und das, ja, da geht nichts drüber. Also es war auch so overpowered, weil du halt dieses Doppelviereck machen konntest, um es zu zünden. Damit hast du halt quasi den einzigen Nachteil, den C4 hatte, im Vergleich, es hatte eine größere Sprengkraft und eine schnellere Sprengung. Das einzige Problem war nur, dass du halt R2 drücken musstest und der diese Fernbedienung in die Hand genommen hat. Aber dadurch, dass man das umgehen konnte, war es einfach nur noch Das war komplett wirklich lächerlich. krass. Ja. Da würde ich jetzt auch kurz das Wurfmesser oder das Tomahawk erwähnen wollen, mit dem war ich ja absolut gestört unterwegs. Stimmt, du Das hast war ja so ja, lustig. ja Und Wurfmesser.
Das war echt geil. Also bei mir ist auf Platz 3 die SKH oder SKH oder wie auch eher oder SKL oder whatever. Also diese Ja, Waffe die Ska, war ja. einfach in jedem COD eigentlich vorhanden und in jedem COD geil oder halt in Black Ops 2 mega geil. Ja, deswegen steht sie Also bei mir so auch eine auf schöne Platz Waffe. 2. Ja. Also da muss man nicht mehr viel hinzufügen. Sie war in MW2 war sie sogar Das war so gerade, sorry, das war krank. gerade so ein guter Übergang, dass ich kurz verwirrt war. Okay, jetzt Platz 2, wer hat angefangen, hä? Ach Ach so, so. ja, genau, das war dann schon mein, dann bist du jetzt dran. Aber Ja. in MW2 war die Ska sogar so krass, dass sie nur 20 Schüsse pro Magazin hatte, weil sie so schnell gekillt hat. Na, ist also echt eine geile Waffe. Also ich habe da die AK-47, weil es einfach eine legendäre Waffe ist. Also da denke ich vor allem an Black Ops 1 auch. Das ist Ja, da einfach eine war die geile so Waffe mit geil. Schalldämpfer, hat man da früher noch gespielt. Einfach geil. Einfach geil. Ich würde auch gerne wieder mit Schalldämpfer spielen, aber die haben das ja. Das ist auch so eine Sache, die sie auf Krampf geändert haben, dass Sturmgewehre im Normalfall keinen Schalldämpfer mehr haben. Das sollen die mal wieder ändern, aber ich glaube, es gibt jetzt wieder Schalldämpfer. Ja, wahrscheinlich bei Modern Warfare, weil es halt an früher angelehnt ist. Keine Ahnung. Ja. Was ist bei dir auf Gut. Rang 1? Da muss ich überhaupt fragen, was auf Rang 1 ist. Nee, brauchst du nicht. Was ist bei dir auf Platz 1? Ich hatte zuerst die ACR, weil die Waffe geil ist. Aber es ist genau das gleiche wie bei dir jetzt geworden. Irgendwie, während ich aufgezählt habe, es ist einfach Ja, die beste Waffe aller Zeiten. die AN94. Genau, weil sie einfach. Also wenn du mit dieser Waffe schießt in dem Spiel, also ich habe in einem Podcast erzählt, dass ich jetzt in Guatemala mit Shotguns rumgeballert hat und das ist richtig geil. Und so ist es, das ist äquivalent von Videospielen mit dieser Waffe zu schießen und Gegner zu töten, also im Spiel natürlich, ist richtig geil. Das Ja, ist, es ist so schön. einfach eine brutale Waffe. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist einfach so smooth. Sie Das ist ist so einfach geil. brutal. Ich glaube, bei Anton wäre es die M8 auf Platz 1, aber so ist Ja, sie. aber ich finde die AN ist einfach, sie ist einfach sexy, wie du die Kills machst. Ja, das ist einfach Es ist schon sehr heftig. sexuell, finde Finde ich auch. So, bevor wir es jetzt zu lang machen, wir haben jetzt echt viel geredet. Wenn ihr uns noch mehr reden hören wollt, dann checkt die Ach Videobeschreibung ja, du hast ab. am Anfang gesagt, die Podcast-Folgen wären doppelt so lang. Nee, wir wollten es einfach nur Stimmt, halb so lang machen, wie wir sie jetzt nee. gerade Ja, es gemacht war haben. eh klar, dass wir wieder in diesen Flow kommen. Das Video wird so lange rendern, Alter. Ich muss auch noch die Gameplays zusammensuchen und so. Aber egal, das passt schon. Okay, Leute, also checkt den Podcast ansonsten ab in der Beschreibung, wenn ihr uns noch mehr reden hören wollt. Checkt Gaps ab. Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Jo, ciao und tschüss. Ciao, ciao.